Nächster Redner, Sebastian Kolland von der Volkspartei in Tirol. Sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich bin bei den Tagesordnungspunkten 1 bis 3 doch etwas anderer Meinung wie der Kollege Schilchecker. Ich halte es für sehr wichtig und auch notwendig, dass wir auch weiterhin eine rechtliche Basis dafür haben, dass wichtige Entscheidungen von Gremien, die wir brauchen, um die Republik am Laufen zu halten, auch zukünftig via Videokonferenzen auch treffen können. Warum? Erstens, weil wir zwar in der Pandemiebekämpfung gut am Weg sind, ohne Frage. Die Inzidenzzahl ist niedrig, die Infektionen sinken, die Durchimpfungsrate steigt, aber wir sind eben noch nicht durch. Es gibt Unsicherheiten, es gibt Unwägbarkeiten, wie beispielsweise die Delta-Variante, die sich doch in manchen Regionen Europas derzeit sehr, sehr rasant ausbreitet. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen Grund zur Panik. Auch deshalb, weil wir wissen, dass alle Impfungen, die wir zur Verfügung haben, auch gegen die Delta-Variante schützt. Aber es ist notwendig, auch vorsichtig zu bleiben. Und deshalb, glaube ich, ist es richtig, sollte es notwendig sein, auch angesichts vielleicht steigender Infektionszahlen die körperliche Kontaktaufnahme wieder etwas zu reduzieren und von Präsenz in Videokonferenzen wechseln zu müssen, dass wir hier auch entsprechende Basis haben. Und ich stimme diesen Bestimmungen auch deshalb ohne Bedenken zu, weil wir in den letzten Monaten schon gesehen haben, dass allen, denen diese Möglichkeit eingeräumt worden ist, sehr verantwortungsvoll auch mit diesen Instrumenten umgehen. Das ist sowohl in der Justiz der Fall, wo Richter sehr genau abwägen, bei welchen Verfahrensschritten sie Videokonferenzen hinzuziehen und auch immer ein Auge darauf haben, dass die Verfahrensqualität dadurch nicht negativ beeinflusst wird. Und das ist auch bei den Gemeinden der Fall. Ich kenne keinen Gemeinderat und keinen Bürgermeister, der eine Freude damit hat, Sitzungen mittels Videokonferenzen abhalten zu müssen. Im Gegenteil, es ist anstrengend, teilweise eine wirklich lange Tagesordnung über Stunden mittels Videokonferenz durchführen zu müssen. Und niemand macht das gerne. Aber wenn es aus Verantwortung auch gegenüber der Gesundheit aller Sitzungsteilnehmer notwendig ist, dann ist es gut, dass es diese rechtliche Möglichkeit gibt und dass wir die auch bis Jahresende verlängern. Also zusammengefasst, es sollte natürlich nicht ins Dauerrecht übergehen, da bin ich beim Kollegen Schilchecker, aber wir sollten uns nach Überwindung der Pandemie durchaus in Ruhe, aber sehr intensiv damit auseinandersetzen, welche Möglichkeiten, die wir jetzt in den letzten Monaten intensiv genutzt haben, es auch wert sind, eventuell ins Dauerrecht übernommen zu werden. Aber jetzt, solange wir in dieser Situation sind, ist es wichtig, dass wir eine rechtliche Basis schaffen, um Entscheidungen treffen zu können. Und deshalb diese Entscheidung auch heute treffen, ist eine gute Entscheidung. Vielleicht ist auch die FPÖ noch zu überzeugen. Wir auf jeden Fall werden diesen Tagesordnungspunkten auf jeden Fall zustimmen. Dankeschön. Wichtige Entscheidungen von Gremien sollten auch weiterhin per Videokonferenz möglich sein, so Sebastian Kolland von der ÖVP Tirol. Denn man müsse angesichts von Virusvarianten wie der Delta-Mutation weiterhin vorsichtig sein.